Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zurück zu Surviving Mars mit dem Green Planet DLC. Ich hoffe, ja, dass in der neuen Aufnahme hier das Spiel nicht nochmal abstürzt. So, wir müssen jetzt mal kurz gucken. Wir wollten ja hier oben den, da hier noch schon ein Turm ist, brauchen wir in der Ecke hier nicht nochmal einen neuen Turm bauen. Du kannst mal, das ist Polymer, oder? Ja, tatsächlich. So, und er hier... Geht mal bitte, wir bauen mal hier den nächsten Turm. Das müsste eigentlich, ja, das passt eigentlich ganz gut. So, hier hin. Und er, wenn er das Polymer abgebaut hat, genau, fährt er auch hier rüber. So, wo wollte ich? Hier, ne? Ja, hier hin. So, er hier unten, den Treibstoff. Gut. Hierhin und jetzt. Sector scanned. Anomaly found. Okay, jetzt geht's scheinbar. Dann wollte ich ja hier den Betonextraktor bauen. Dafür brauche ich auch noch Strom. So. Und er fährt bitte zur Anomalie. Die müsste ja irgendwo hier oben sein, genau da. Okay, sehr gut. Erste Anomalie, die haben wir ja am Ende der letzten Folge, bevor es das erste Mal abgestürzt ist, auch schon in Auftrag gegeben, die zu erforschen. Alles gut soweit. Wir bauen weiter Beton ab. Und handeln will mit uns weiterhin niemand. Eventuell... Ja, Metall gegen keine Ahnung was im Moment... Die geben uns ja alle nichts. Gut. Ist er hier oben? Er ist schon da und er kommt gerade. Na dann, Feuer frei hier. Bleib mal da. Die Drohnen sind da. Die Drohnen müssten auch direkt anfangen. Ja, ihr seid überlassen. Ihr tut mir so leid. Wie viele Elektronikteile hat er jetzt noch? Eins. Also das heißt, wir können noch einen weiteren Turm bauen. Anomaly found. Okay, und das würde ich gerne dann hier machen. Ne, das ist der falsche. Noch eine Anomalie. Das gefällt mir natürlich. Das war klar. Die hatten wir ja vorhin auch schon gefunden. Jetzt müssen wir aber erstmal die analysieren. So, dann sind wir eigentlich ganz gut, was die Türme angeht, aufgestellt. Wenn wir hier noch einen bauen, dann läuft das eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Wir haben jetzt hier so ein paar Sektoren, 135, 137. Aber das ist auf jeden Fall okay. Die können wir dann mal zwischendrin machen. Im Moment ist halt wirklich Priorität, dass wir Anomalien finden. Ich hoffe, dass wir durch den Meteoritenschauer auch noch weitere Anomalien bekommen, denn das ist halt wichtig. Research complete. Ja, 1000 Forschungen. Sehr gut. Was haben wir damit jetzt abgeschlossen eigentlich? Okay, wir forschen jetzt gerade die Maschinenteilefabrik und danach kommt das Hochhaus. Also eigentlich sind wir auf einem ganz guten Stand. Dass wir dann demnächst wirklich anfangen können, uns Leute auf dem Planeten zu holen. Was ist das hier? Intelligente Häuser. Äußerst komfortable Wohnraum für Kolonisten. Was haben wir hier? So Standardkuppeln. Ah, das ist auch nicht schlecht. Farm erhöhen den Komfort aller Wohnräume. Auch nicht schlecht. Schaltet für Farm und Hydrokulturfarm neue Nutzpflanzen frei. Die Sauerstoff erzeugen und die Äqualität verbessern. Ah ja. Ja, nice. Dann hau mal die Forschung. Ne, das hier nicht. Doch, das auch, ja. Damit wir erstmal die Qualität verbessern. Jetzt müssten wir ja eigentlich die Forschung auch fertig haben, damit die weniger Treibstoff brauchen. Ja, perfekt. Das ist ja das, was ich eigentlich wollte.
So, dann kann er hier nochmal den Treibstoff einsammeln und wir gucken nochmal, was wir jetzt hier noch für Anomalien haben. Hier, ferngesteuerter Transporter. Unbekannt. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Rakete. Brauchen jetzt noch 10-mal Treibstoff. Sektor scanned. Anomaly found. Oh, nochmal Wasser und nochmal Anomalie. Okay, super. So. Er holt den Treibstoff, den wir brauchen. Und er kann jetzt erstmal noch einen weiteren Sensorturm hier hinpflanzen. Der wird gebaut. Dann kann er mal hier runterfahren und sich erstmal ausladen. Alles. Und die Drohnen auch erstmal hier hin. Okay. So, in 3 Tagen. Ach nee, das ist die Warnung, aber in 1 Tag geht's los. Treibstoff. Treibstoff. Anomaly analyzed. Neue Technologien, wow. Forschungslämmchen brauche ich, du. Honky Tonk. Aber hier ist noch eine. Das ist gut. Das geht echt richtig schnell durch die Sensorabdeckung. So, hier kommt der Transporter mit dem Treibstoff. Für die anderen Planetenanomalien brauchen wir dann halt wirklich Personen, also Menschen. Ist denn der Rakete eigentlich noch Drohnen zugewiesen? Nee. So. Da fliegt sie ab. Wie weit ist er hier mit Scannen? Okay. Gleich durch. Anomalie analysiert, Nachrichten ansehen. Okay. Though initially fruitless, we recalibrated the operating spectrum for our scans and voila. Unsere Scans blieben anfangs erfolglos, doch nach einigen Anpassungen sind wir auf ein Ergebnis gestoßen. Die eigenartige chemische Zusammensetzung der Regolith in der Nähe des Anomaliestandortes hat unsere Datensammlung effektiv verhindert. Nachdem wir unsere Scan-Technologie aufgrund unserer neuen Entdeckungen umfunktioniert und verbessert haben, wurden wir mit einer unerwarteten Überraschung belohnt. Deckt ein großes Wasservorkommen auf. Ja, das ist echt schön, aber ich brauche eher was für die Forschung. Eieieiei. Gut, die Rakete. Mal gucken, was die uns jetzt bringt. Die ist jetzt bei 80, 85, 90. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Heißes Eisen. Deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Okay. Heißes Eisen. Die Expedition hat das Personal einer rivalisierenden Kolonie getroffen. Sie sind uns feindselig eingestellt und möchten nicht kooperieren. Sie behaupten, dass sie das alleinige Recht an der Anomalie hätten. Wir waren zuerst hier. Sie würden die nützliche Ressource vor Ort lieber sabotieren oder gar zerstören, als dass wir auch nur einen kleinen Teil davon abbekommen. Das hatten wir schon mal in einem anderen Let's Play. Er erteilt ihnen eine Lektion. Seid aber vorsichtig. Dem Konflikt aus dem Weg gehen und zurückkehren. Die Expedition kehrt zurück. Die Anomalie ist verloren. Mhm. Wiedergutmachung. Nö, hier. Scheiße, hat scheinbar nicht geklappt diesmal. Wie sich herausstellte, waren deine Rivalen deutlich aggressiver und entschlossener, als du dachtest. Nach dem kurzen Kampf ist eine Expedition zum Rückzug gezwungen. Es wurde zwar keine ernsten Schäden verursacht, aber die Reparatur und die Regenerationszeit erlauben es, der rivalisierenden Expedition die Vorherrschaft über das Gebiet zu übernehmen. Ja, wow. Hat sich also überhaupt nicht gelohnt. Das ist natürlich nicht so schön. Das waren jetzt im Prinzip 30 Treibstoff, die wir umsonst ausgegeben haben. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir noch was anderes hier haben. Hier brauchen wir Personen. Hier brauchen wir Personen. Hier brauchen wir Personen. Und hier sind wir noch nicht so ganz klar. K-
keine Raketen, okay. Ob ich hier extra Treibstoff brauche? Ich vermute mal, ja. Und das ist im Moment keine wirkliche Option. Na gut. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir forschen die... Ah, wir sind immer noch dabei. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen warten, ne? Sektor scanned. Nichts gefunden. Aber neue Planetenanomalien haben wir gefunden. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Profit rausziehen. Vielleicht haben wir da auch noch ein paar Sachen dabei, die kein... Hier. Ferngesteuerter Kommandeur. Forschungsvorschritt. Ja, na nice. Das wollen wir doch. Das ist schon mal das Einzige, was jetzt dazugekommen ist, wo wir kein... Ach, warte mal, was ist hier? Neue Technologie. Den Dozer, den haben wir ja. Okay, dann müssen wir warten, bis die Rakete zurück ist. Das dauert natürlich jetzt ewig. Vielleicht... Ich guck nochmal, was kostet denn der Treibstoff? Die Treibstoffraffinerie. Die kostet Maschinenteile. Da haben wir sogar genügend davon. Beton und Eisen. Wisst ihr was? Kann ich da nicht hinbauen. Also wir brauchen halt noch mehr Treibstoff. Das nützt einfach nichts. Ich baue da jetzt einfach noch ein Ding davon. Die Frage ist jetzt bloß gerade, ob hier genug Maschinenteile überhaupt da sind. Nee, ich glaube nicht. Dann Maschinenteile. So, reicht das? Ist ja... Na, warte mal, nimm mal gleich noch ein bisschen Beton mit. Ich weiß nicht, wie viel Beton da oben noch da ist. Eisen müsste ja hier eigentlich noch genügend da sein, ja. Also es fehlen tatsächlich nur Maschinenteile. 3 Stück. Drohnen sind überlastet, ihr tut mir so leid nicht. Anomaly found. Was machen die? Ach, die holen das Eisen von da oben. Ernsthaft? Aber hier ist doch Eisen. Und die machen das Lager scheinbar voll, okay. Anomalie gefunden. Na dann komm mal her hier. Wo denn? Ach so, durch die. Ja, da müssen wir warten, bis dann die Meteoriten durch sind. Das dauert leider noch ein bisschen. So, die Rakete ist bei 35%. Oh Gott. Das dauert ja Jahrhunderte. Anomaly found. Naja, cool. Immerhin, der Meteoritenschauer beschert uns neue Anomalien, die wir dann, wenn der vorbei ist, auch erforschen können. Mittlerweile haben wir 750 Eisen. Scheiß. Ah, und wir brauchen hier, das sehe ich gerade, eine Mülldeponie. Wie sie sich drauf stürzen. So. Er sammelt hier fleißig Eisen. Das ist eine Liste der Aufgaben, die dem Rover zugewiesen wurden. Er wird versuchen, sie in derselben Reihenfolge auszu... Kann man das? Wie geht das? Nee, das... Hä? Wie kann man denn den Aufgaben zuweisen? Das ist mir ja ganz neu. Transportroute. Das verstehe ich nicht. So, wir machen jetzt nachts minus 16 Strom, aber ich glaube, das ist... Wir müssen mal gucken, wie es dann tagsüber aussieht. Wir können eh mal ein bisschen vorspulen, weil im Moment können wir gerade eh nicht viel machen.
So, gleich müsste es ja wieder hell werden. So, jetzt geht die Sonne auf. Na komm schon. Wow. So, wir machen jetzt tagsüber 19. Okay, das reicht, um die Nacht zu überbrücken. Wir machen also tagsüber immer so viel Plus, dass wir auch wieder das Ding wieder geladen kriegen. Das ist gut. So, der ist voll. Ja, dann fahr hier runter. So, die Rakete ist bei 70%. Anomaly found. Noch eine Anomalie, okay. Muss man mal kurz gucken, wo die sind. Ach, guck mal, das hier oben hat aber nichts mit dem... mit dem Meteoritenschau zu tun. 1, 2, 3, 4 Anomalien. Das ist natürlich nice. Das ist auf jeden Fall nice. This is Free Earth Radio 106.7 FM. Playing the songs that will take you from wherever you are to the blue waves of aufs Waikiki Beach. Das Radio ist so geil. A lubricant to keep your engine smooth. Geil, dass wir diese Kuppel gebaut haben, aber im Grunde jetzt nicht wirklich weiterkommen hier. Das ist echt so ein bisschen Panne. Noch eine Anomalie. Okay, 15 bzw. 14 Stunden, bis der Meteoritensturm vorbei ist. Der Kollege hier oben ist schon dabei, die zu analysieren. Ist auch fast schon wieder durch. Oh, nice. Da geht's direkt weiter. Ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu tun. Das ist gut und das bringt uns hoffentlich auch bei der Forschung weiter. Anomaly analyzed. Neue Technologien ist jetzt natürlich nicht so das, was ich direkt brauche, aber oh, das wandert langsam in Richtung unserer Kolonie. Das gefällt mir natürlich dann doch wieder nicht so sehr. So, 95%, die Rakete ist gleich wieder da. Na, endlich. Das können wir dafür nutzen, dass er hier mal aufhört, das Eisen einzusammeln und zwar das einfach mal hier ablegt. Und dann kann nämlich erstmal die Rakete landen. So. Er hat das Eisen ausgeladen und wir holen uns den Treibstoff. Sehr geil. Okay. Lad den hier mal aus und wir schicken die Rakete direkt auf eine nächste Expedition und zwar hier, auf die hier. Neue Technologien, ja, vielleicht machen wir... Neue Technologien ist natürlich geil, aber wir wollen natürlich Forschungsfortschritt. Wir machen erstmal das hier. So, das ist gut. So, er geht auf den Weg nach unten. Er hat nichts zu tun. Dann... sammelt er jetzt Eisen. Und er... bitte hier, komm, gib Gummi, Kollege. Denn wir wollen ja einen Forschungsfortschritt haben. You'd think the explorer had found buried treasure the way our scientists were reacting. It was a sulfur-rich regolith. Okay, Anomalie analysiert. Das Wissenschaftlerteam hat die Entdeckung wie den Fund eines Schatzes gefeiert. Es handelt sich um schwefelreiches Regolith. Das Erkundungsfahrzeug hat verschiedene Erdproben im Gebiet rund um die Anomalie genommen und die Daten an uns weitergeleitet. Die Telemetrie wurde stundenlang mit summenden Störgeräuschen überflutet, während die Wissenschaftler in der Einsatzleitung über die Konsequenzen des Elements gesprochen und einfallsreiche Zukunftswände geschmiedet haben. Die Expeditionszeit war limitiert, deshalb haben wir sie gedrängt, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wir sollten versuchen, das zu so viele Proben wie möglich sammeln, 1000 Forschungslämmchen, nur schwefelreiches Proben geochemisch analysieren. Verringert die Kosten des Ingenieurwesens um 10%. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Kann ich... Was ist Ingenieurwesen? Ist das eine Forschung oder ist das eine ganze Forschungsrubrik?
brauche kurzfristig einen Boost. Du wirst wahrscheinlich war das jetzt bescheuert, weil... Ja. Ich hätte das nehmen sollen. Ich wusste bloß nicht, dass... ja, okay. Fehler, aber egal. Damit müssen wir leben. Das wäre natürlich nachhaltiger gewesen. Viel, viel nachhaltiger. Scheiß drauf. Ist jetzt so. Forschung abgeschlossen. 3D-Zerspannung. Sehr gut. Jetzt sind wir beim Lochi-Hochhaus. Sind also auf einem guten Weg, dass wir endlich uns auch Leute an Bord holen. So, er scannt. Hat angefangen zu scannen. Die Rakete fliegt ab. Sektor scanned. Ah, Wasser. Sehr gut. So, dann können wir eigentlich gleich nochmal Treibstoff holen hier. Die Rakete kommt dann auch gleich wieder. Was ist das hier eigentlich? Metall. Nochmal ein Wasservorkommen gefunden. Am Arsch der Welt zwar, aber... Was soll's. 1, 2, 3 Wasservorkommen. 4. Anomaly analyzed. Okay, sehr gut. Nochmal Forschungslämmchen. Wo ist er denn jetzt hier? Da ist er. Dann geht's hier weiter. Haufen Eisen ist ja auch runtergekommen. Das ist natürlich nice. So. Anomaly analyzed. Oh, nice. 4000 Forschungslämmchen hat die Rakete uns gebracht. Das ist natürlich nice. Das hat uns jetzt wieder einen ordentlichen Boost gegeben. Wir sind jetzt... Ah, jetzt können wir endlich das Hochhaus bauen. Er ist voll mit Treibstoff. Den bringen wir direkt hier zurück. So, dann fangen wir endlich mal an hier. 25 Beton und 6 Polymere. Davon haben wir natürlich noch welche, das ist gut. So. Wir bauen das. Wir bauen auch ein... Ein Diner. Wir bauen einen Lebensmittelgeschäft. Ein Lebensmittelgeschäft. Es gibt doch größer, dachte ich. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Lebensmittelgeschäft. Kleiner Lebensmittelladen. Ja, wollte schon sagen. Das ist nämlich ein Dreier-Ding. Okay. So. Die Frage ist ja, was brauchen wir am Anfang? Wir wollen Zeug abbauen. Edelmetallextraktor. Okay, wir brauchen auf jeden Fall jetzt mehr Strom. So, die Rakete kann jetzt eigentlich wieder zum nächsten Projekt fliegen. Und zwar war das jetzt, glaube ich... Das war das hier. Neue Technologien. So, die fangen an zu arbeiten. Jo, und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, uns eine Passagierrakete zu... Ach nee, Quatsch, halt, wir haben noch was vergessen. Ach, das ist wieder hier. Das ist so verwirrend. Farm. So.
Und eigentlich auch noch ein Forschungs... Scheiße. Forschungslabor. Ach, das ist ein Dreierding, das kann dort also hin. Sehr gut. Okay, wir wollen... Deckungspflanzen. 17, 40... Warte mal, das sind zwei Tage. Das heißt, es sind 17, sind 34 in vier Tagen. 44 plus 7, 51 in in fünf Tagen. Okay, eigentlich müsste man dann den Weizen nehmen. Weil der ist einfach effizienter. Lustigerweise wird er trotzdem angebaut, obwohl ja keine Leute drin sind. Das ist ja bescheuert. Hä? Ist das ein Bug? Anomalie analysiert. Neue Technologien können erforscht werden. Okay. So, was ist mit ihm? Er hat Eisen geladen. Okay, lad das hier aus. Er muss zur nächsten Anomalie. Die Rakete kommt zurück. So, das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Passagierrakete. Ja, also jetzt ist die Folge gleich vorbei wieder. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch eine Passagierrakete. Die ist jetzt schon passende Bewerber, 110. Die Passagierrakete bringt Kolonisten und eine minimale Menge an Nahrung zum Mars. Hebe eine Ankömmling hervor, um dir seine Eigenschaften... Achso, okay. Wenn du bereit bist, kannst du die ersten Kolonisten zum Mars einladen. Starte eine Passagierrakete auf der Erde und lande sie in der Nähe deiner Kuppeln. Die Rakete verfügt über einige Nahrungsvorräte, aber du musst dich im Vornherein um Strom, Sauerstoff, Wasser und Wohnraum kümmern. Ja, okay. Raketenkapazität 12. Das ist ja, das ist ja dünne. Spezialisten an Bord. Ingenieur. Also ich brauche auf jeden Fall schon mal keinen Offizier. Wieso 6 Offiziere habt ihr eine Macke? Weg mit euch. So, wir brauchen auch keine Ingenieure aktuell. Die Frage ist, ob wir mit der ersten Rakete uns schon Wissenschaftler holen oder ob wir erstmal den Grundbedarf abdecken. Das heißt, wenn wir eh nur 12 in die Rakete reinstecken können, dann, warte mal, das nützt ja nichts. Also komm, wir setzen mal den Filter auf, also Geschlecht ist okay. Altersgruppe, keine Kinder, keine Senioren. Stärken, Promi. Generiert bei hohem Komfort Geldmittel, Bewerber mit mehreren, okay. Also ich will auf jeden Fall... Schwächen, chronisch krank, Feigling wollen wir nicht. Ich will auch keinen Alkoholiker haben. Idiot ist auch geil. Einzelgänger, Melancholiker, Heulsuse. Eigenarten, keine Touristen. Ja, okay. Gut. Dann... Jetzt hat er mir ja wieder die Rakete vollgepackt mit irgendwelchen Scheißoffizieren. Hau ab. So. So, Ingenieure brauche ich auf jeden Fall nicht. 3 Geologen. Ein Wissenschaftler. Ein ohne Spezialisierung. Vielleicht mal noch mehr ohne Spezialisierung. Viel Fraß. Strapazierfähig Nerd. Weil die können dann in dem Lebensmittelgeschäft und so arbeiten. Einzelgänger ist scheiße. Gelassen Nerd Party Löwe. Einzelgänger ist scheiße. Hier Botaniker brauchen wir halt auch noch. Ohne Spezialisierung. Hyporonder. Spieler religiös. Oh, sag mal. Einzelgänger. Pff. Enthusiast ist gut. Überlebenskünstler strapazierfähig. Okay. So, jetzt Botaniker. Spieler, Gamer, religiös.
Gamer strapazierfähig Workaholic. Sehr gut. Botaniker. Gelassen Einzelgänger ist natürlich blöd. Wo sind meine Botaniker? Hallo? Sind das alle? Ach du Scheiße. Ja, dann müssen wir den halt doch mitnehmen hier, ne? Das sind alle Botaniker, die wir zur Auswahl haben. Ja, hier, verliert jeden Tag Komfort ein Kumpel mit mehr als 30 Einwohnern. Das ist scheiße. Aber das ist der einzige, den wir haben. Ne, hier ist noch einer. Vielfraß. Ist doppelte Ration. Kann durch Nervensammbrüche ausgelöst werden. Plus Essen. Ach, komm her. So, jetzt sind wir hier. Okay, 1, 2, 3 Botaniker, 3 Geologen, 1 Wissenschaftler. Komm, wir nehmen noch einen Wissenschaftler mit. Gelassen Hyporonder. Hyporonder Workaholic. Hier. Gamer Party Löwe. Hippie gelassen. Einzelgänger. Komm, wir nehmen den Hippie mit. Gut. Raketenkapazität 12, wir sind voll, also starten. Und damit ist die Folge aber auch vorbei. Wir bekommen in der nächsten Folge den ersten Bewohner in unsere Kuppel rein. Mal gucken, wie es so wird. Wir müssen auf jeden Fall die Forschung auch noch ankurbeln, dass wir mehr Bewerber bekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, eure Tipps in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars im Green Planet DLC. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.